Naja, dann müssen wir es halt auf die harte Tour probieren. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass ich quasi dadurch, dass nicht alle gleichzeitig jetzt funktioniert haben, eine Etage tiefer oder so ein Endlosstrom gebildet hat. Weshalb jetzt quasi das Wasser nicht mehr abfließen mag. Das wäre halt ärgerlich. So, ab hier dann, oder? Ja, ab hier. Der ist voll. Schöpfen wir jetzt erstmal das obere Wasser ab. So, mal schauen. Ah, jetzt fließt es ab. Lag wohl wirklich nur daran, dass die asynchron gearbeitet haben. So, jetzt sind sie wieder alle gefüllt. Jetzt wieder das Dach draufsetzen. Jetzt haben wir sogar noch einen Cobblestone über. Auch nicht schlecht. Nein, eigentlich haben wir einen zu wenig, denn wir müssten ja nicht noch zwei über haben, um die Lücke unten zuzumachen. Naja, egal, so ein Cobblestone ist schnell gefarmt. Das ist jetzt nicht das Problem, weshalb wir uns jetzt hier öffentlich im Let's Play erhängen müssten. Aber anstatt uns zu erhängen, töten wir lieber Ari. Ich lauf schon weg. So. Ah, da liegt er ja. Okay, alle Cobblestones sind da. Ari darf leben. Oh ja. Da kommt das Wasser. Schön gleichmäßig sogar. Das Ziel ist jetzt, dass wir hier hinten quasi das ganze 8 Felder weiter reinziehen ins Land, da eine Auslaufzone machen und dann quasi so eine Art Gefängnis unter Tage für Creeper und andere Monster. Quasi eine kleine Monsterfalle. Na, ablaufen tut es immer noch nicht, oder? Sieht zumindest nicht danach aus. Da läuft jetzt irgendwie nur die Hälfte ab. Ah ne, jetzt. Da sind wohl die Block-Updates-Events ein bisschen überfordert, das Ganze richtig zu machen. In der Größenordnung. Aber es scheint zu funktionieren. Auch wenn es sehr lange dauert. Man muss jetzt ja sagen, dass die KI von Minecraft jetzt wirklich jeden einzelnen Block hier einzeln entfernt und einzeln updatet. Und je mehr das sind, desto länger dauert es halt. Aber egal, es funktioniert und wir sind happy. Ari, sei happy. So, und ich hole mir mal schnell eine Dose aus dem Schrank. Ich werde dafür das Let's Play nicht unterbrechen. Stattdessen halten wir die Kamera auf Ari und gucken mal, was er so macht.
da bin ich wieder. Ich habe die Runde abgedanced. Ah, endlich was zu trinken hier. Gutes gesagt. Ah. So. Hey. Du siehst aus wie ein Creeper, dazu kann ich nichts. Das ist Reflex. Na toll. Jetzt zischt er auch noch. So, jetzt machen wir uns erstmal ein paar Spitzhacken. Obwohl, Eisen haben wir noch hier, da brauchen wir gar nicht weit weggehen. Dann machen wir den Gang fertig. Ari, wie weit bist du denn mit deinem Haus? Kann man schon... Fertig. Fertig? Mir fehlt ein Bett, aber das kann ich auch erstmal warten. Aha. 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 Ja, es ist recht schlicht, aber man könnte es, wenn du Lust hast, irgendwann mal von dem Haus weg zu einer Mine umfunktionieren, zumindest zu einem Mineneingang. Stimmt, das ist eigentlich keine schlechte Idee. Mineneingänge sind immer toll. Und damit ist die Ecke hier schon wieder um ein Haus reicher. Wird vielleicht auch noch eine richtige Stadt aus unserem kleinen Dorf. So. Nee, so geht das nicht. So. Was wir auf jeden Fall in dieser Session... Ach, das waren alles Eisenspitzhacken. Ups. Naja, was wir auf jeden Fall in dieser Session noch einmal machen, das ist auf MMO bzw. Bucket zurückgreifen und uns dann einfach mal ein paar Spawner dadurch craften mit Silk Spawner und uns halt auch mal so ein paar Items mit MMO machen. Dafür muss ich das Ganze hier als Server umbauen, aber das ist kein Problem. Das kriegen wir schon hin. So, dann machen wir das mal, dass wir endlich mal da rauskommen, wo wir hinwollen und das Tor fertig bauen können, damit wir nächste Mal dann mit der Mauer anfangen können, die eben zu groß wird. Ja, da freuen sich jetzt schon alle drauf. Yeah, Iro wird tonnenweise Cobblestone ernten bis zum Abwinken. Und das Ganze dann noch verbauen und das wird genauso langweilig und das wird toll und wir gucken alle seine Folgen und empfehlen es unseren Freunden, die das ihren Freunden empfehlen und so kriegt Iro doch noch die 1 Million Abonnementen zusammen. Naja, aber auch so steigen ja die Abozahlen. Zumindest leise. Ich habe schon überlegt, Ari abfüllen und darüber ein Video machen. Das sollte mir dann auf jeden Fall die 1 Million Klicks sichern. Ja. Ich glaube, da hat Ari was dagegen. Natürlich. Was? Jeder blamiert sich gerne vor laufender Kamera. Du auch. Sowieso, sonst würde ich keine Let's Plays aufnehmen. So, machen wir hier weiter. Nehmen uns schön die Kohle mit. Und ich hab wirklich Schiss, wenn ich hier noch einen einzigen Block irgendwo in irgendeine Richtung abbaue, dass dann tonnenweise Lava auf mich reinbricht, denn das klingt schon so verdächtig. Dieses Blocken, dieses Brodeln, dieses Zischen. Ach nee, das war ein Creeper.
glaube, wir kommen so gerade eben an den Lavapool vorbei sogar. Was sagt die Höhe? Die Höhe sagt 6 Feet. Das heißt, wir sind hier quasi dann angekommen. Ja, und ich sehe das Bedrock. Das heißt, von da an müssen wir nur noch gerade ausgraben. Das wird etwas einfacher und etwas schneller gehen. Vor allem auch, da wir hier eine Dreckwand vor uns haben. Und wenn wir derart weiter unsere Minen ausbauen, dann sieht das hier bald so aus wie in meinem Let's Play Spiel, in meinem normalen Spielstand. Nämlich, dass sich andere in meinen Minen locker flockig verlaufen können. Und wir haben wirklich Glück, wir sind genau ein Feld unter der Lava. Da oben sieht man nämlich dann die Tröpfchen runter tropfen. Und da haben wir dann wirklich Glück, dass wir das hier geschafft haben. Ich werde jetzt auch nicht allzu viel farmen hier. Nur so viel, dass wir dann noch die Mauer fertig kriegen. Dann können wir nämlich das ja mit dem Tor endlich abschließen und uns mal um die Innengestaltung kümmern. Dass wir das so schnell mit dem Tor hinkriegen, hätte ich eigentlich auch nicht gedacht. Auf jeden Fall ist das mal was anderes, wirklich mal was richtig Großes im Let's Play gebaut zu haben. Bisher machen wir ja eigentlich nur eine Vielzahl von kleinen Objekten nebeneinander und verbinden sie quasi zu einer größeren Stadt. Aber sowas richtig Riesiges haben wir eigentlich noch nicht jetzt. Level 10. Was machst du jetzt so, Ari? Ich erkunde gerade einen von deinen Türmen. Ah. Ja, ich sag mal, zuschauen ist eine Sache. Wirklich mal richtig hier in der Let's Play-Welt sich mal das anzuschauen in Ruhe. Ist dann ja vielleicht doch noch was anderes. Genau, habe ich mir auch gedacht. Mal schauen, wie lange wir brauchen, um auf einen unserer Wege zu stoßen. Der muss hier ja irgendwo entlang laufen. Zumindest jede Menge Redstone hier. Oh, und eine Höhle scheint hier irgendwo zu sein. Wir hören das Skelett, wie es gerade verbrennt. Das Schlimmste, was uns jetzt passieren könnte, ist, dass der Weg eigentlich unter der Treppe gelegen hätte. Und wir quasi jetzt ins Nirvana graben, aber das glaube ich schon fast nicht, wenn ich die Sachen richtig im Kopf habe. Aber seit wann bin ich irgendwie richtig im Kopf? Finden wir jetzt schon richtige Mengen hier unten. Schon über ein Stack, nicht schlecht. Da verbrennt gerade eine Fledermaus im Hintergrund. Boah, und diese Gesichter im Stein, auch wenn ich sie selbst jetzt noch angepinselt habe mit den roten Augen, erschrecken mich immer wieder. So, jetzt hoffen wir mal, endlich müssen wir hier durchkommen. Ich sehe nirgendwo Tropfen an der Decke. Die Lava ist wahrscheinlich wieder irgendwo neben uns. Was auf jeden Fall eine gute Sache ist. Jeder mag Lava, die nicht über einen ist.